Hallo ihr Lieben, heute, nein, es gibt kein Haul, heute, ihr habt den Titel schon gelesen, möchte ich endlich mit dem grün-lila Mini-Album weitermachen. Es ist noch ein Projekt für die, die noch nicht so lange auf meinem Kanal sind, von ganz am Anfang. Und irgendwann habe ich das ganze Ding und alles Material, was ich dafür zusammengesucht hatte, in diesen Pappkarton gesteckt und gesagt, ich mache es später weiter. Und seitdem steht das. Heute mache ich jetzt endlich weiter. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Stand ich war. Deswegen schaue ich erstmal, was hier drin ist. Also, wir haben hier Papier und Bögen, die kommen, glaube ich, aus dem Lux Paper Block. Dann haben wir hier ein Inlet, ich glaube, es waren insgesamt 4. Und hier hatte ich schon angefangen zu gestalten, das weiß ich. Genau, bis zu einem gewissen Teil. Also das ist ein Inlet. Das hier ist dann Designpapier, was ich da rausgesucht hatte. Und hier sind die anderen Inlets. Ich hatte am Anfang gedacht, ich mache ein dickes Mini-Album mit 4 Inlets. Also 4 Bestandteile. Ich werde das jetzt ein bisschen anders machen. Ich werde 4 einzelne Mini-Alben draus machen. Einfach damit auch mal was fertig wird. Und werde jetzt einfach schauen, was hier noch an Papieren drin ist. Hier sind Sticker und alles. Oh, da sind ja noch ganze Designblöcke drin. Hier so. Der Türkise, ich weiß noch, den gab es mal beim Action und den fand ich so toll. Und tja, dann ist der in diesem Projekt verschwunden. So wie vieles anderes. Genau, ich hole das jetzt mal alles in Ruhe raus. So, 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 so. Der Karton kommt dann nämlich auch verräumt. Diese Rohlinge, die sind ja noch nicht angefangen. Da ist zwar innen schon ein bisschen was eingeklebt, also Fächer und so, aber noch kein Designpapier und so. Das heißt, bei denen könnte ich ja jetzt auch eine ganz andere Farbrichtung geben. Deswegen stecke ich die Mini-Alben, wären es ja mal, in die angefangenen Projekte. Und dieses Mini-Album werden wir gemeinsam fertig machen. Das heißt, Designpapier einkleben, bisschen ausdekorieren. Hier ist ja schon einiges gemacht worden für den Anfang. Und genau, hier ist auch schon Deko dran. Dann werden wir irgendwann in einer Folge ein Cover drumherum bauen. Und dann wird das vielleicht seit langem mal wieder das erste Objekt für meine Tauschbörse. Wenn ihr an meiner Tauschbörse interessiert seid, schaut mal auf meinem Kreativträumerei-Blog vorbei. Ich habe momentan keine Sachen zum Tauschen online, weil ich einfach nichts da habe. Ich habe aber zum Beispiel immer ATCs da, wer ATC-Tausch machen will. Ich mache auch gerne Materialtausch oder einen Überraschungstausch oder irgendeine andere Kooperation. Schaut dazu einfach auf meinen Blog, da findet ihr Infos bzw. auch meinen Kontakt. Dann könnt ihr mir ja eine E-Mail schicken und dann können wir drüber reden.
Und ja, ich denke, wir werden jetzt einfach, hier scheint die Stelle gewesen zu sein, wo ich aufgehört habe. Das heißt, wir werden jetzt einfach schauen, dass wir diese Seiten, hier ist auch von der Rückseite schon sehr schön, fertig machen. Und dann werde ich nämlich das Designpapier, was ich eigentlich rausgelegt hatte für das dicke Mini-Album, auch wieder verpacken und wegräumen und habe wieder einen besseren Überblick, was ich überhaupt da habe. Genau. Achso, das Video kommt jetzt auch in der Weihnachtszeit, einfach weil ich brauche während der Weihnachtszeit auch mal ein bisschen Abwechslung. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mach zwischendurch einfach auch ein bisschen Mini-Album, dass es nicht zu weihnachtlich wird. Nicht jeder feiert Weihnachten, nicht jeder steht auf Weihnachten, nicht jeder bastelt für Weihnachten. Und deswegen soll es natürlich auch ein bisschen Abwechslung geben. Genau. Was gibt es sonst noch Neues? Ich möchte ja nebenher auch ein bisschen mit euch reden. Also, bei mir haben sich ein paar Dinge ergeben, die mich von meinen ursprünglichen Plänen für den Rest des Jahres haben abweichen lassen. Also, ursprünglich war ja geplant, der Action Haul wird der letzte Haul dieses Jahr. Aber er ist es nicht. Ich denke, ihr konntet es jetzt schon ahnen. Und zwar habe ich festgestellt, meine letzte schwarze Bluse war kaputt. Ich brauchte also neue schwarze Oberteile, weil ihr wisst, es gibt manchmal nicht so schöne Anlässe, wo man schwarz tragen sollte, und ich erwarte jetzt nicht, dass so ein Anlass in nächster Zeit kommt, aber ich bin gern immer darauf vorbereitet. Außerdem ist schwarz eine schöne Farbe, die einfach zu allen passt. Sprich, wenn ich eine relativ bunte Hose habe, ziehe ich auch gerne mal, oder was heißt bunt, auffällig. Bunte Hosen habe ich keine, aber auffällige Hosen. Ist ein schwarzes Oberteil manchmal auch einfach eine schicke, edle Kombi dazu. Deswegen brauchte ich neue schwarze Oberteile. Dann habe ich bei Shein geguckt und habe eine riesen Auswahl auch an bisschen spezielleren Sachen gefunden, die mir total gefallen haben. Also habe ich entschieden, ich bestelle nochmal bei Shein. Oder Shein oder Shein oder wie ihr es auch aussprecht. Und dann habe ich gesagt, wenn ich eh da bestelle, dann bestelle ich auch alles, was auf meiner Wunschliste steht. Und da stand noch einiges. Insgesamt ist aus einer Bestellung dann 3 Bestellungen geworden. Und so wird es nochmal einen größeren, oder 3 geteilte, das weiß ich noch nicht, wie ich es mache, Shein Hauls geben mit ganz gemischten Sachen. Kleidung, Haushalt, Deko, Weihnachten, bisschen Schmuck war dabei, Bastelzeug natürlich und ja, ganz viele verschiedene Sachen, die ich euch dann einfach zeigen möchte. Und das ist der Grund, auch weil ich für Weihnachten ein bisschen was brauchte, also ich habe zum Beispiel für den Vater meiner Eltern, weil der zurzeit auf Schleckpasten abfährt, habe ich
eine Schleckmatte bestellt. Dann ist es für den nicht so einfach, an die Tasten ranzukommen. Der ist ein bisschen länger damit beschäftigt. Und ich habe eine Kleinigkeit für ihn zu Weihnachten. Ich meine, er hat mich auch viele Jahre meiner Kindheit mit begleitet. Und warum dann nicht? Genau, wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich per Hand schneide und nicht einen Hebelschneider nehme. Der Hebelschneider ist gerade zu mit dem Designpapier aus der Kiste. Deswegen habe ich den jetzt leider nicht zur Hand. Aber das ist jetzt nur mal heute so, ich räume hier dann im Anschluss ein bisschen auf, räume einen Teil vom Papier schon weg, weil so viel werde ich nicht mehr brauchen. Und dann können wir auch das nächste Mal wieder mit Hebelschneider arbeiten. Macht sich einfach bei vielen Sachen sehr viel besser. Genau, zu dem Mini-Album. Ich habe ja schon gesagt, das wird wahrscheinlich dann in der Tauschecke landen, weil ich dieses Jahr beim Weihnachtswichteln jemanden gezogen habe, den ich letztes Jahr schon hatte. Und ich habe letztes Jahr da schon Mini-Alben gebastelt und ich möchte ja auch nicht jedes Jahr dasselbe machen. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, wem ich das schenken soll. Wobei vielleicht, ich habe eine Freundin, die hat dieses Jahr noch Geburtstag. Vielleicht kriegt auch die das Album. Genau. Ich habe jetzt hier auch noch nicht durchgeschaut, ob wir noch irgendwo Taschen haben, wo vielleicht auch was rein soll. Ich habe jetzt einfach losgelegt. Weil ich denke, das ist für die Mini-Alben eigentlich immer mit die beste Methode. Einfach loslegen und gucken, was draus wird. Das weiß ich noch, das war ein Designpapier, das haben wir selber gemacht mit Aquarell. Och, ich mag die Muster da unten. Aber ich glaube, ich brauche jetzt erstmal was, was ein bisschen neutraler ist. Wie war das mit schief und englisch? Schief ist englisch und englisch ist modern. Ihr wisst ja, ich bin keine Perfektionistin. Achso, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt auch immer die Schneidematte drunter habe, hat einfach den Grund, weil ich jetzt öfter mal mit Hitze und sowas arbeite, gerade beim Embossing und so. Und leider die Schreibtischmatte die Hitze nicht verträgt
die ich eigentlich als Schutz drunter habe, lege ich jetzt auf die Schneidematte noch dazwischen. Das ist einfach sehr hilfreich. So, diesen Briefumschlag werden wir jetzt gleich füllen. Da tue ich die zwei rein und dann tue ich noch ein paar Karteis rein, sodass derjenige, der das hier kriegt, ein bisschen was zum Verzieren hat. Irgendwo habe ich hier Kappelbögen. Schaut mal, die waren damals auch aus einem Lux-Paper-Block. Ich nehme jetzt hier einfach ein paar raus. Steck hier so ein bisschen was rein. So, dann habe ich hier noch eine schöne Karte. Die stecke ich auch mit rein. Und dem muss natürlich auch was rein. Dann habe ich noch dieses Bildchen. Das schneide ich auch aus. So, und dann hängen wir den hier rein. Das müssen wir jetzt mal kurz draußen lassen, weil das hier muss definitiv erstmal dann trocknen. So, damit das Band auch nicht zu langweilig ist. Und was ich natürlich auch liebe, ist, man kann in diesen Mini-Alben wirklich Papierreste verbasteln ohne Ende. So, ich habe nicht die schönste Schrift, ist so. Oh, ihr kennt mich ja. So, der kommt dann wieder hier rein. Sodele, sodele, sodele. Die tollen
ein Muster mit dem ausgefransten Rand an einer Stelle. Deswegen will ich die jetzt noch nicht nähen. Aber ich habe ja noch so viel mehr. Ui. Schaut mal, was ich hier gefunden habe. Der muss noch in den Briefumschlag. Diese tolle Kamera muss hier rein. Jetzt habe ich aber trotzdem noch ein Papier für die andere Seite. Wenn ich das hier sehe, da werden so schöne Erinnerungen wach. Von den Anfängen, wo wir auch das gemacht haben. Das ist das Papier, was ich gern dahinter legen würde. Ja, dass das so ein bisschen rauskommt. Ja, seit ich damals angefangen habe, hat sich ja mein Kanal schon ein bisschen weiterentwickelt. Ich mache viel mehr Holz, als ich gedacht hätte. Aber die Holz sind halt auch mit Abstand das, was am besten ankommt bei euch. Und das ist nicht nur ein Bauchgefühl, das ist auch das, was ich an den Likes und den Views sehe. Man hat ja als YouTuber Statistik darüber, was geguckt wird. Und ich kann aber auch nicht mehr Holz machen, als ich mir leisten kann. Das ist einfach so. Da kann ich ja noch einen Streifen drunter setzen. Und ich denke, für den Anfang, bis ich eine gewisse Größe erreicht habe, werde ich auch erstmal bei den Themen bleiben, die gut laufen. Ich kann heute nicht gerade schneiden, Leute. Das heißt, es wird auch weiterhin regelmäßig Holz geben, halt immer nur so, wie ich es mir leisten kann. Weil, woher soll ich das Geld nehmen, wenn es nicht da ist? Und aber ich shoppe ja auch selber gerne. Deswegen stört mich das gar nicht, wenn es viele Holz gibt. Aber ich möchte gerne, dass der andere Content natürlich auch gefällt. Weil es wird doof, wenn ich dann zu einem Einkaufskanal werde, weil
Das kann ich mir auf Dauer definitiv nicht so ohne weiteres leisten. Das geht einfach nicht. Aber ich denke, momentan ist es eine ganz gute Mischung. Ich hatte jetzt die Zeit, wo ich Videos viel vorbereiten musste, mal wieder den Eindruck, dass ich sehr viele Holz und Einkäufe habe. Aber es waren ja auch die letzten für den Rest des Jahres. Sprich, das wird jetzt alles vermutlich ein bisschen weniger. Und jetzt gesehen, was ich gemacht habe. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das so weit reinzoomt immer so. Jetzt seht ihr ein bisschen mehr. Vielleicht nicht so viele Details, aber ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, jetzt bin ich raus, was wollte ich sagen. Genau, auf jeden Fall wird sie jetzt als Ausgleich auch entsprechend von Bastelvideos geben. Dass sich das alles irgendwo so ein bisschen die Waage hält. So, auf die Rückseite. Details gehen manchmal ein bisschen schwerer aus. Deswegen habe ich das am liebsten, wenn ich schon eine Kiste Ausgestanztes vor mir liegen habe. Im Wesentlichen ein bisschen einfacher. So, da steht The Beauty of Every Day. Ich hätte es vielleicht diagonal kleben sollen, aber ich finde das so eigentlich ganz schön. So, dann gehen wir mal eine Seite weiter. Und das ist wieder eine Seite mit vielen kleineren Klappen. Kleinklappen haben den Vorteil, man kann da mit kleineren Designpapieren arbeiten. Bei den großen braucht man dann oft größeres als 15x15. Ich glaube, ich nehme da gleich das hier zur Hand. Ziemlich viel Verschnitt. Das heißt dann, wenn wir dann noch ein anderes dazu nehmen. Schmeiß weg.
Genau, ich weiß nicht, wer seit damals schon dabei ist. Schreibt es immer mal in die Kommentare, ob ihr jetzt das erste Mal von dem Mini-Album hört oder ob ihr damals bei den Anfängen schon dabei wart. Aber wir hatten ja damals das Problem, dass unser unser Bastelkarton nicht ausgereicht hat. Wir deshalb die Klappen alle mit Dünnpapier gemacht haben. Jetzt haben wir im Prinzip den Vorteil, dass wir dickes Papier draufkleben und dadurch kriegt das am Ende doch seine Stabilität. Und was mich auch interessieren würde, ist, wenn ihr selber bastelt, und selber Alben bastelt, seid ihr eher der Typ Junk Journal, also mit viel Platz zum Schreiben und mehr weg. Und zeichnen und eher dünnem Papier oder seid ihr so wie ich eher der Typ Mini-Album mit eher dickem Papier und eher Platz zum Bilder einkleben? Das würde mich echt mal interessieren. Oder macht ihr es auch abhängig dafür, wo ihr es braucht? Ich habe ja auch schon Junk Journal gebastelt. Von meinem ganz billigen Skizzenheft bis hin zu dem Hochzeitsjournal. Aber im Großen und Ganzen macht mir eigentlich das Mini-Alben-Basteln mit dem Einkleben vom Designpapier und verschiedene Papiere kombinieren, die gut zusammenpassen und sowas, eigentlich insgesamt ein bisschen mehr Spaß. Damals gemacht. Damals kam das ganze Papier in Folien, um es dann sozusagen abzuheften und einfach durchblättern zu können. Mittlerweile habe ich ja meine Schubläden. Entsprechend brauche ich die Folien nicht mehr. Jetzt bin ich im Prinzip dabei, die ganzen Papiere aus den Folien wieder Stückchen für Stückchen rauszuholen. Ein bisschen die Ohr im Auge behalten. Ich hole heute meinen Freund noch von der Arbeit ab. Da muss ich dann auch gleich los. Aber ich denke mal, die vier Reiter machen wir noch fertig. Zumindest die eine Seite. Okay.
hier drunter. Ja, das, die Figuren passen jetzt so nicht so. Mal gucken, was ich noch finde. Ich hatte hier irgendwo auch noch Sticker und die lagen oben drauf. Das heißt, die liegen jetzt unten drunter. So, was nehmen wir denn da? Ich glaube auf jeden Fall den Hasen. Dann passt daneben eigentlich ganz gut der Spruch. Weil mir das fast ein bisschen langweilig ist, so. Bürste von dem, was ich davor gemacht habe. Das hätte ich vielleicht auch machen sollen, bevor die Sticker sind, aber so bettet es sich gleich ein bisschen mit ein. So. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. Es ist 3:15. Ein bisschen Hammer noch. Da können wir noch die Rückseiten machen. Ich habe ja vorhin Weihnachtskarten gebastelt und da war die Sticker auf so einem Papier und ich finde, das passt ganz gut von der Farbe. Manchmal sind die Verpackungen von den Sachen, die man einkauft, so schön, dass ich keinen Grund sehe, warum man das wegschmeißen sollte. Allerdings reicht das nur für zwei. Dann gucke ich nur, wie habe ich den meisten verwertbaren Rest, wenn ich es vor Hochkant schneide. Diese Restestreifen, da kann man super dann am Ende hingehen und nochmal ein paar Kreise ausstanzen und die mit einarbeiten. Ich glaube, es muss noch ein Müll kürzer. Weil wir dürfen nicht über die Falz kleben, dann kriegt man es nicht mehr zu. Designpapier ist ja auch nicht günstig, warum dann nicht auch solche Reste verwenden? Und ich finde, diese
Reste haben den Vorteil, das ist eine andere Textur, weil das ist ein glattes Papier. Designpapier ist eher ein bisschen matter und das ist ja richtig glänzend. Weil das halt beschichtet ist mit irgendwas. So, da habe ich unten ein bisschen mehr abgeschnitten, weil da ein Knick drin war. Aber das macht ja nichts. Brauchen wir noch was zweites Grünes, was wir für die zwei fehlenden Klappen nehmen können. Ist sehr dünn. Das kommt einfach aus einem anderen Block. Da war ganz viel drin, also viel mehr Bögen, aber dafür war es halt auch dünnes Papier. Aber ich denke, man kann damit arbeiten. Kurz von der Breite gucken. Achso, ich bin übrigens sonst nicht so der Typ. Ich mache das mal nach Augenmaß. Aber wie gesagt, mein Hebelschneider ist eh voll. Und ich finde, es trainiert auch das Auge, wenn man versucht, einfach mal was per Auge gerade zu schneiden. Wenn es dann nicht so gerade ist, dann muss es halt. Ist sowieso mein Motto. Wenn es perfekt werden soll, setzt eine Maschine ran. Wenn es handgemacht ist, darf man es dem auch ansehen. Weil durch die kleinen Fehler wird es zum Unikat. Manchmal ist es auch einfach schön zu basteln, ohne diese ganzen Tools. Ohne Faltbrett, ohne Hebelschneider, einfach Schere, Kleber losgelegt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie oft ihr noch bastelt, indem ihr einfach sagt, ich nehme jetzt Schere, Kleber, ein bisschen Papier und dann lege ich einfach los. Ich nehme keinen Bleistift zum Vorzeichnen, ich mache einfach. Entweder es kommt was Vernünftiges bei raus, oder eben nicht, dann war es halt mal ein Versuch. So, da war der Akku leer. Ist aber auch egal. Wir sind ja eh fast am Ende. Was ich sagen wollte, ich werde am Ende vielleicht hier noch Griffe dran machen. Hier oder bei anderen Tags. Ich möchte sowieso am Ende hingehen und noch mit Spitze arbeiten. Ich habe wunderbare lila Spitzen. Und auch eine hellgrüne, die würden beide gut passen. Da muss ich dann gucken, welchen Farbton ich nehme. Und ich möchte auch noch Klimbimsel dran machen, weil ich möchte mich mal in einem Chunky Charm versuchen. Vielleicht jetzt nicht den größten, den man je gesehen hat, aber doch einen relativ großen. Und ich dachte, da grün-lila sowieso eine gute Kombi ist, und ich dann gleich das Album dazu hätte, warum nicht versuchen, einen Chunky Charm zu machen, der dazu passt, den ich dann ans Buch binden kann. Wie gesagt, ich mache ja auch noch ein Buchcover für außen drumherum.
Und ja, dann werden wir sehen, was daraus wird. Hier sowas meine ich. Hier habe ich sowas schon gemacht. Da einfach hier unten noch eine kleine Verlängerung. Wie ein Griff dran. Hier haben wir ja auch die Blüte unten dran. Genauso können wir mir vorstellen, dass hier halt so runde Dinger an jeder Klappe. Dass das einfach dieses Gerade noch ein bisschen auftrennt. Genauso kann ich mir vorstellen, dass man hier noch was stempelt. Aber das sind dann Details, da schaue ich einfach am Ende, wie viel Lust habe ich noch. Und dann gehe ich da nochmal drüber. Gut, fürs nächste Mal haben wir noch 1, 2, 3 Seiten und die Rückseite, also 4 Seiten inklusive Klappen. Und ich hoffe, dass diesmal nicht so viel Zeit vergeht wie das letzte Mal, bis wir weitermachen oder bis ich weitermache. Ihr könnt da ja nicht viel machen, außer mir auf die Finger hauen und in die Kommentare schreiben. Sandra, mach mal am Mini-Album weiter. Wir wollen sehen, wie es fertig aussieht. Und ich wünsche euch allen jetzt einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!